Sola, also zum Körbchenflechten habe ich jetzt schon ein paar Dinge vorbereitet, wie ihr auch vorher gesehen habt. Und zwar habe ich einerseits ganz viele feine, möglichst lange, dünne Weidenästchen ohne Blattwerk. Die brauchen wir nachher, um die, wir nennen sie jetzt einfach mal die Rippen, rundherum zu flechten. Und das ist eigentlich dann nachher die Wand vom Körbchen. Legen wir mal noch zur Seite, brauchen wir noch nicht ganz. Das zweite sind hier ein paar dickere Ästchen. Aus denen werden wir dann versuchen, möglichst schön ein Kreuz zu machen, dass die ein bisschen in alle Richtungen gucken. Das werden dann die Rippen, wo wir dann mit den dünneren rundherum flechten können. Wichtig dabei ist, ein paar gerade Stöckchen nehmen, klar, und wie schon erwähnt, die Astgabel, damit eine ungerade Anzahl Rippen entsteht, sodass beim rundherum flechten auch immer, was vorher hinten war, kommt nach vorne und was vorne war nach hinten, und wenn man einmal rundherum ist, dass es dann eben wechselt und nicht wieder am gleichen Ort weitergeht. Jo, jetzt müssen wir das irgendwie versuchen festzumachen. Ein klein wenig vorgebogen habe ich die drei, wenigstens die drei geraden Weidestöckchen schon, also das soll dann so nach oben gebogen ein bisschen das Weidekörbchen ergeben. Und da dachte ich mir, kann man zwei versuchen oben ranzubinden und das dritte hier unten. Und das ist eigentlich immer die fummeligste Angelegenheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt erst mein zweites Körbchen, das ich so mache. Ich versuche mal eins von diesen Gräsern, was wir auch gesammelt haben, zu entblatten. Habe ich hier schon gemacht. Haha, wie beim Kochen, ich habe da schon was vorbereitet. Und das irgendwie rumzuwickeln, sodass das hier das Gerippe in der Grundstruktur schon mal hält. Kurze Anmerkung aus der Botanik. Was sie da versucht rumzuwickeln, ist auf keinen Fall ein Gras. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ein Gras ist es nicht. Ja, toll! Da hilft einem die Botanik hier weiter. Ich kann euch sagen, was es nicht ist. So, jetzt muss der da irgendwie auch noch dran gebunden werden. Aber die sind wenigstens schön lang, dass das ansatzweise hier schon mal ein bisschen funktioniert. Auch hier empfiehlt sich einfach ein bisschen wild oben drüber, unten rum. Mal überall zwischendurch gewesen sein, dann hält das dann schon ziemlich schnell. Und sobald man beginnt drin rumzuflechten, hält das natürlich dann wunderbar. Und gibt es hier einen Knick? Okay. Das Nicht-Gras reißt gerade hier. Macht nichts. Gibt halt den Knick rein. Aber es hält schon mehr oder weniger. So. Jetzt versuchen wir hier die beiden parallelen Rippen. Die zwei versuche ich noch ein bisschen auseinander zu kriegen während des Flechtens. Dass so quasi eine schöne Spinnennetzform entsteht, die dann nach und nach auch die Wölbung kriegen soll. Dazu beginne ich hier mal mit möglichst langen, dünnen, wiegbaren Ästchen von der Weide. Setze die ein und dann geht es einfach wirklich, wie man es halt kennt vom Flechten mit Kindern, einmal oben rum, einmal unten rum, oben, unten. Und so weiter, bis das Stöckchen fertig ist. Also unten, dann oben drüber, Kamera im Weg, wieder unten um, oben über und so weiter. Und ich versuche es, hoppla, hallo Kamera, jetzt schon so eng wie möglich an die Mitte zu schieben, weil das ist nachher nur noch sehr schwierig möglich. Es geht schon, aber da muss man dann schon ein bisschen würgen. Aber man kann ja jetzt schon da gucken, dass man da auf den grünen Zweig kommt. So, die versuchen ein bisschen wegzudrücken. Aber Schatz, die Zweige sind braun, die sind nicht grün. Wolltest du nicht den Wald erkunden gehen? Ja, ich. So, jetzt haben wir hier die erste Runde. Gleich los. Erste Runde rum.
Hier hinten versteckt sich der Anfang, wie ihr seht. Und da wir eine ungerade Anzahl von diesen Rippen haben, kommen wir jetzt automatisch hinten rum, wenn wir weiter oben, unten machen. Dann bei der nächsten sind wir oben, wo wir vorher unten waren und so weiter. Gibt das ein schönes Geflechte. Und das mache ich jetzt mal die Kamera kurz aus und mache da ein Stückle. Und wenn ich beginne, die Bögen wirklich hochzuziehen, melde ich mich nochmal. So, wir sind inzwischen ein Stück weiter. Das Spinnennetz hier nimmt Form an, ist aber noch ganz flach. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier bei diesen Rippen, dass wir da eine Biegung reinkriegen, dass das Körbchen auch nach oben geht. Das biege ich jetzt schon mal so ein bisschen vor, dass wir am Schluss keinen Teller haben, sondern wirklich ein Körbchen, das nach oben geht. Und ich versuche es beim Weiterflechten immer gucken, dass die Rippe, wo ich gerade dran bin, ein bisschen hochgebogen wird. Vor allem die, wo ich hinten durchgehe. Die, wo ich vorne durchgehe, ist nicht so wichtig, aber die hinten durch, dass da ein bisschen Zug drauf kommt und dass die Rippen nach oben kommen, dass es auch ein Körbchen gibt. Und was ich euch auch noch nicht gezeigt habe, ist, wie man, oder wie ich jetzt in dem Fall, ansetzen tue. Wenn eines meiner Flechtzweigchen hier zu Ende geht. Jetzt ist das gar nicht so einfach, dass man da irgendwas sieht, aber ich glaube, so geht es ganz gut. Hier wieder ein bisschen ziehen, oben rum, von hinten ein bisschen ziehen, dass wir da in eine Wölbung kommen. So, wenn ich noch so circa eine Hand lang habe von diesem Flechtstöckchen, nehme ich mir ein anderes dazu. Das war das nächste, was ich ansetzen möchte. Ich suche im Moment immer die möglichst langen heraus, damit ich auch wirklich mindestens eine Runde hinkriege. Ich glaube, das da könnte noch ganz ein gutes sein. Setze es mit dem dicken Ende in genau gleiche Richtung, wie hier das dünne Ende ausläuft, an. Also da war ich noch hinten dran. Also beginnen wir hier auch hinten dran. Und dann flechte ich einfach mit beiden gemeinsam weiter, bis von dem vorhergehenden Ästchen, da nehmen wir noch eine mehr, das Ende einfach ausläuft. Das ist eigentlich egal, wo die dann abstehen. Also es wird jetzt hier dann so ein bisschen abstehen. Das kann man am Schluss einfach mit dem Taschenmesser noch überall einmal abkappen. Ist ein bisschen eine Fummelarbeit, gerne flutschen sie dann wieder raus. Von dem her braucht es halt wirklich ein bisschen Fingergeschick. Ich sage immer schon ein bisschen. Braucht schon ein ordentliches Geschick in den Fingern, damit man hier gleichzeitig festhalten kann, jetzt den neuen. Und mit der anderen Hand hier weiter flechten und gucken, dass wir Form kriegen. Wird jetzt auch ein bisschen eine Challenge für mich. Wie gesagt, ist mein zweites Körbchen, was ich jetzt hier mache. Und möchte, dass irgendwas Vorzeigbares dabei rauskommt. So, den nach vorne biegen, den vorbiegen. Sind wir oben. Den wieder ein bisschen hochbiegen. Das ist ein sehr gut biegbarer. Und so weiter. Vorne den hinteren biegen. Vorne durch den hinteren hoch. So. Und wieder einen neuen ansetzen. Der ist ein bisschen dick hinten. Naja. Ganz so glücklich bin ich mit dem Material hier auch nicht, da halt die meisten beide Ästchen zwar vorne ganz schön dünn und lang sind, aber meistens hinten dann ziemlich eine dicke Stelle kommt. Seht ihr jetzt leider nur unscharf. Ja. Also da, wenn wirklich so eine dickere Stelle kommt, ist es manchmal hilfreich, das Ästchen irgendwo in der Mitte schon zu kappen. Weil je dicker, desto unbeugsamer, desto schwieriger hier rein zu flechten.
Und von Kopfflechten und so gibt es dann natürlich noch Tricks, wie man die Anschnitte immer möglichst schön macht und immer flach rein oder wie auch immer. Dafür bin ich da zu wenig Profi. Und es soll ja nur ein Survival-Körbchen sein, wozu ich mich hier befähigt fühle. Was auch noch wichtig ist, immer gucken, dass man schön in die Mitte andrückt. Ja, dann wurschtle ich hier noch ein bisschen weiter. Und melde mich, wenn wir wieder Fortschritte erzielt haben. So, wieder ein paar eingeflochtene Zweige weiter. Sieht es jetzt so aus. Von oben hat sich hauptsächlich verändert, dass der Umfang vom Körbchen schon größer ist. Aber wenn ihr es von der Seite angucken, hat es jetzt so langsam ein bisschen so die Wölbung gekriegt. Und man könnte was reinmachen. Für mehr als zwei Äpfel reicht es noch nicht. Aber immerhin. Schwierigkeiten bereitet mir vor allem die Ästchen, weil die zum Flechten auf der einen Seite halt dick sind, auf der anderen Seite sehr dünn. Und ich merke auch hier auf dem kleinen Ast, der ist fast zu kurz. Also da kann ich nicht mehr wahnsinnig viel weiter flechten. Was ich glaube ich noch probieren werde, ist oben einen kleinen Henkel ranzumachen. Aber dazu muss ich mir kurz überlegen, wie man das am geschicktesten macht. Und zwar werde ich versuchen, noch mal etwa so ein dickes Weidenästle zu finden, anzuspitzen und hier jeweils in die Löcher, in die geflochtenen, reinzustecken. Einfach parallel zu dem, was hier eh schon drin ist. Und somit, dass sich das auch einigermaßen hält. Ich glaube, das könnte man auch jetzt schon machen, weil jetzt kann ich es gerade mal loslassen, ohne dass das eine Ende immer wieder wegflutscht. Weil das ist ein wenig die Schwierigkeit hier, dass diese Enden immer wieder rauskommen, wie hier. Weiter habe ich rausgekriegt, dass es geschickt ist, die neuen feinen Äste, die gewebt werden, jeweils innen anzusetzen, weil dann haben sie hier wie schon einen kleinen Widerstand und können nicht nach außen irgendwo wegfliegen. Also immer versuchen, innen anzusetzen und dann weiter rum zu flechten bzw. weben. Gut, ich suche mir mal einen Henkel stecken und ja, dann webe ich noch fertig, was ich hier habe. So, von meinen Weidezweigen habe ich mir hier mal ein Henkelchen gemacht, auf beiden Seiten schön angeschnitzt. Stellt er nicht scharf. Naja, ihr wisst, wie das ausschaut. Das mache ich mir jetzt an zwei Seiten mit rein. Hier geht das schon ganz gut. Einfach parallel zum anderen reinstoßen und auf der anderen Seite versuchen wir es hier noch ein bisschen reinzuschieben und jetzt sehen wir schon, dass es fast ein bisschen kurz ist. Das sieht auch schon sehr gut aus. Mein neuer Spruch ist ein bisschen. Ich mache alles ein bisschen. Okay. Ich habe irgendeinen Österreicher zum Frühstück gefressen. Na gut. Ja, das ist eine zwar nicht ganz schöne, aber nachvollziehbare Verwendung für einen Österreicher. Nein, nein, alles gut. So, jetzt haben wir ein Henkelchen. Hurra! Jetzt können wir außenrum noch weiter flechten und die abstehenden Äste werde ich einfach am Schluss abschnibbeln. Juhu! Ganz gut. Mhm. Passt mehr rein als in die Hand. So, und jetzt den Abschluss mache ich, indem ich diese Rippen einfach mit einwebe und einknicke. Das heißt, ich knicke den mal in die Richtung, der kommt hinten ran. Den nächsten knicke ich ebenfalls. Und probiere ihn hier unter dem Henkelchen unten durchzuschieben. Hoppala. Erstmal knicken. Dann unten durchflechten. Oh. Nein, blutet noch nicht. Glück gehabt. Puh. Sonst hätten wir schon die nicht verletzten Challenge verloren. Ich passe ja auf. Ich habe einen Pilz, guck mal. Und wenn hier jetzt wieder Stücke auftauchen, die halt noch nicht fertig reingeflechtet sind, kann man die bei der Abschlussrunde auch noch ganz gut einfach wieder mit reinmachen. So, dann bist du dran, runterknicken,
innen außen durchflechten und so weiter und so fort. Und dann gibt das einen selbsthaltenden Rand und wie immer fehlen einem etwa 3 Finger, aber das ist ja nichts Neues. Jetzt habe ich einfach das Problem, dass der hier, den kennen wir schon, den Ast, dass der mir wieder zu kurz ist, dass ich den nicht mehr rundherum flechten kann. Aber das lösen wir jetzt einfach, indem wir hier den hinteren, also das ist der, der zu kurz ist, und den hinteren versuche ich jetzt einfach mit einem Stück Weide noch reinzubinden. Und dann haben wir hier das Körbel mit Henkelchen. So, nach etwas Versäuberung, sprich ich habe die einzelnen Ästchen, die noch weit abstanden, ja nicht ganz alle, abgeschnitten. Dann haben wir hier einen Griff und ein wunderbares kleines Sammelkörbchen für Beeren und ähnliches. Pilze. Pilze. Zum Beispiel. Warte. Ben hat einen Pilz gefunden. Tada, funktioniert. Gut, was wir mit dem Pilz machen, erklärt jetzt der Mann im Wald. Wow. Da. Lecker. So, ich wieder. Also, folgendes. Wo ist er denn? Pilz? Hier Pilz. Pilzteile? Da Pilzteile. Das hier ist ein sehr, sehr fester Holzpilz. Das ist ein bisschen schlecht, weil der damit sehr schwer zu bearbeiten ist. Es würde sich also den Aufwand lohnen, einen zu finden, der nicht ganz so fest ist vom Material her. Ein Pilz, ein Holzpilz, hat die wesentliche magische Eigenschaft, dass er nie giftig ist. Die einzigen Pilze, die es nicht in giftig gibt, sind Holzpilze. Von allen anderen Pilzen würde ich deshalb dazu raten, da die Finger davon zu lassen. Die enthalten kaum verwendbare Nährstoffe für Homo sapiens, sind wohl lecker, aber dadurch, dass sie eben kaum verwendbare Nährstoffe enthalten, ist es das Risiko, Pilze, die man nicht absolut wahnsinnig super krass toll gut bestimmen kann, zu essen, ist das Risiko einfach nicht wert. Insbesondere, wenn man in der Situation ist, wo man nicht notfalls zum Arzt gehen könnte und so weiter. Ja, so. Aber so ein Baumpilz jedenfalls ist zumindest schon mal nicht giftig, aber den kann man auch nicht wirklich essen. Also man kann schon drauf rumkauen, es hilft halt nicht. Der ist innen folgendermaßen aufgebaut, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben da ein paar von den unteren Schichten, also hier unten ist die Porenöffnungen, ne? Und dann haben wir hier ein paar Schichten, die Poren entsprechend enthalten, und hier oben drauf ist ein Deckelmaterial. Und dieses Deckelmaterial direkt auch unter der Oberfläche von oben auf dem Pilz, das ist das Trema, das sogenannte. Ich habe mal versucht, hier ein Stück rauszuschnibbeln. Und das, beziehungsweise ich habe auch mal einen Keil aus dem Pilz geschnitten. Hier nochmal, hier oben das Trema. Hier unten dieses ganze Bohrenzeug, das brauchen wir nicht. Und wenn man sich aus dem Trema dann mal ein bisschen was rausschneidet und da jetzt ein bisschen drauf rumdrückt, dann stellt man fest, ich hoffe, das könnt ihr sehen, das ist so leicht elastisch. Wenn man jetzt daraus Verbandmaterial herstellen möchte, dann braucht man allein deswegen einen dickeren Pilz bzw. einen weicheren Pilz, dass man da größere Stückchen draus sich entsprechend zurechtschneiden will. Das ist mit der Lichtsituation gerade ein bisschen ungünstig, aber egal. Und deswegen darf der dann halt nicht ganz so hart sein. Man kann das dann noch aufbereiten, indem man es kocht, und zwar durchaus gerne lange. Und wenn man noch ein bisschen Asche beim Kochen dazu tut, ja, oder auch gerne viel Asche, wenn man viel Asche hat. Man muss halt dann erstmal ein Feuerle gehabt haben, aber andererseits, wenn man in der Lage ist zu kochen, dann hat man wahrscheinlich auch ein Feuer gehabt. Dementsprechend passt das. Und dann wird das erstens mal weicher, zweitens faseriger, drittens auch ein bisschen schwärzlich wegen dem ganzen Asche und so weiter und so fort. Aber Asche bzw. Kohle
ist alles nicht schädlich für uns. Ja, also das ist dann sowieso, dadurch, dass man es ja nochmal zusätzlich abkocht, ist das Ding dann desinfiziert. Und war das gerade eine Bremse? Wenn ja, dann muss ich nochmal wiederkommen, damit ich sie killen kann. Und kann dann also tatsächlich als Wundauflage entsprechend verwendet werden. Das ist aber ein Projekt, das braucht Zeit. Das kann man machen, wenn man längere Zeit mal draußen ist und einem eben das normale Verbandmaterial entsprechend ausgegangen ist. Das dauert. Ja, das dauert wirklich eine Weile, bis das dann geglückt ist. Und außerdem, wie ich schon erwähnt habe, der Pilz hier, der mag ja ganz hübsch sein. Ja, das ist er ja. Und ich bereue ja fast, ihn vom Baum genommen zu haben, aber da sind die Poren sind schon lange genug offen. Also da sind die Sporen sind ausgeflogen. So gesehen, ich glaube, der Schaden für den Pilz hält sich in Grenzen. Davon abgesehen, so ein stinknormaler Baumpilz ist halt nichts Geschütztes, das darf man schon machen. Ja. Also rechtlich gesehen bin ich da safe. Ethisch, moralisch im Grunde, ich nehme so selten mal einen Pilz vom Baum. In meiner persönlichen Statistik kann ich mir das jetzt ausnahmsweise mal leisten, und das war ja zu einem guten Zweck zum Vorzeigen. Also wer nicht wirklich eine krasse Verwendung für das Zeug hat, das kann man übrigens auch als dem berühmten Zunderschwamm entsprechend verwenden, dieses Pilztrema. Dafür muss man es dann auch, dazu nimmt man am besten den Pilz, der sich Zunderschwamm nennt. Ich bin jetzt aus dem FF, weiß ich jetzt auch nicht, wie der aussieht. Das hier könnte vielleicht einer sein sogar. Wäre möglich, ja, muss nicht zwingend. Jedenfalls, dafür muss man das Zeug auch aufbereiten und eben auch mindestens mit Asche eine Weile kochen, bevor man da mit nennenswerten Funken fangen kann und das einigermaßen brennbar ist. Ja, also so bringt das erstmal gar nichts. Ist also ein langfristiges Projekt, habe ich jetzt gesagt, ne? Oder? Ja, ist gut. Ein langfristiges Projekt. Jo, was ist das? Warum liegt das hier bei mir? Falls du noch mehr Aue hast, dass ich Weidenrinde... Noch mehr Weidenrinde fürs Weidenrindendepot. Okay, alles klar. Danke, Schatz. Mit Astansatz. Man kann es wieder zusammenbasteln. Ja, wunderbar. Ich habe Hunger. Du hast Hunger. Okay, wir kochen. Kochen ist relativ. Wir machen uns was zu essen. Und zwar... Milch. Milch.